Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sinfected. Heute wollen wir ja mal auf Rettungsmission gehen, unser Fahrzeug hier abholen. Und mir ist gerade eingefallen, wir brauchen halt noch ein bisschen mehr Sonnenschutz. Ja, wollen wir uns doch mal eben drum kümmern. Und zwar unter Kleidung, gucken wir mal nach. Wir haben aktuell dieses T-Shirt. Weiße. Und wir haben die Cap. Hose wäre halt auch noch was. Also, dass wir uns die Hose holen. Okay, jetzt friere ich hier drin. Okay. Mal gucken. Körpertemperatur unter 1 Grad. Nee, dann brauchen wir doch nicht mehr zum Heilen. Zum Abkühlen. Reicht das schon? Muss jetzt mal eben meine Körpertemperatur im Auge behalten. Ja, das sollte reichen. Gut, dann mal auf zur Rettungsmission. Der Hoffnung. Achso, da kommen wir ja nicht durch. Da brauchen wir übrigens noch 10 mechanische Teile. Ich würde sagen, ich renne sonst mal eben rein und klemme mir mal auf kurz vors Feuer, aber es ging dann doch schneller, als ich dachte. Oh, hier, die Falle müssen wir auf jeden Fall wieder reparieren. Wollte ich nur mal eben abchecken. Ich habe nämlich beim letzten Mal was gehört, dass sie da stand, da einer gestorben ist. Apropos, das ist halt eine neue Aufnahmesession, was ich gerade mache. Daher auch wieder alles so nachgespawnt in den Häusern. Wir gehen natürlich jetzt nicht die Häuser looten. Wir gehen erstmal alles andere looten. Unser Auto erstmal holen. Wir müssen demnächst mal ein anderes Dorf nochmal ansteuern. Halt gerne noch mal die hinteren Dörfer angucken. Es soll irgendwie auch eine Möglichkeit geben, NPCs zu heilen. Und da muss ich mal gucken, wie das funktioniert, beziehungsweise wo wir die finden am Ende. Vielleicht, wenn wir da nachher gleich jetzt ankommen, haben wir das Glück, dass halt genügend Aluminium wieder da ist, was wir wieder mitnehmen können. Wäre nur zu hoffen. Wir haben, glaube ich, das Steine aufheben haben wir abgebrochen beim letzten Mal. Weil wir schon kurz vorm Sterben waren und dann bin ich in die Höhle gefahren, weil ich mir dachte, ich könnte da vielleicht überleben, wenn ich im Auto sitze. Aber das war dann doch nicht der Fall. Aber man lernt immer dazu, ne? Hier zum Beispiel greift ein Fuchs uns an. Den packe ich jetzt hier mitten auf der Straße, wenn wir nachher wieder nach Hause fahren. Dann sehe ich ihn. Dann nehmen wir ihn mit. War aber auch wieder fies hier, ne, der Fuchs. Muss ich ja sagen. Ich habe übrigens ein Special-Nahrungspaket gegessen. Für die ganzen Proteine. Beziehungsweise, ja. Fett, Proteine, alles drum und dran. Weil ich mir dachte, umso schneller können wir da hinlaufen.
Hör doch schon wieder ein Fuchs. Also den da hinten habe ich gesehen, aber. Ich hoffe natürlich, dass wir noch in Hellen da ankommen. Also zumindest durch ein Dorf in Hellen. Haben wir. Nein, haben wir nicht. Ein Heilpack hätte ich halt gesagt. Aber haben wir nicht mit dabei. Aber auch nicht mehr weit. Dann haben wir es geschafft. Jetzt sind wir schon mal im Dorf. Ist die Wahrscheinlichkeit, angegriffen zu werden, hoch? Wir müssen gleich, wenn wir mal rauskommen hier aus dem Dorf, müssen wir gleich mal was trinken. Sind wir auf jeden Fall erstmal damit gewappnet. Oder wir rennen jetzt so, wenn es regnet. Wäre cool, wenn man dann trinken würde. So, jeder einzelne Regentropfen. Dass wir nicht angegriffen wurden, das wundert mich. Das bedeutet ja eigentlich nur ein Bär in der Nähe. Oder halt wirklich, die Zombies sind gerade halt außer Sichtweite gewesen. So, bevor wir Durst haben, erstmal was reintrinken. So weit ist es ja auch nicht mehr. Frag mich nur, wie das halt kommt, dass ich halt da plus 2 habe. Bei Ausdauer und bei Trinken plus 1. Liegt das an den Na an der Nahrung oder? Muss ich gleich mal gucken, was halt die Nahrung so von sich gibt an Informationen. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal in der Höhle. Sind bei der Höhle angekommen. Wir haben auf jeden Fall noch Platz da in der Ruhe. Das nehmen. Davon könnten wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen ernten. Die gehen uns nämlich aus. Wenn ich das richtig in den Sinn hatte. Ja, wir haben nur noch 4. Sollten wir wieder ernten. Also immer so mal mit Pilze sehen in der Höhle. Okay, der war weird. Dachte, ich kriege ihn schneller down, aber dem war nicht so. So, eins. Und. Oh, das möchte ich sehen. So mehr Aluminium, umso besser. Gut, wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben ein bisschen wieder was dabei. Bisschen Aluminium. Damit können wir vielleicht endlich mal eine Sache mitmachen. Ach stimmt. Eine Sache müssen wir noch gleich machen. Ich möchte die eine Kiste noch voll machen. Bedeutet natürlich noch mal eben ein paar Steinchen sammeln. So, Ladeklappe mal öffnen.
Eigentlich nur noch die hintere Kiste. Wenn wir die... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wenn wir die fertig haben, ein davon. So. Ich meine, das war einmal craften. War eine Steinklinge, meine ich. Steinklinge, Stock und drei oder viermal. Zweimal. So, Steinklinge, Stock und zweimal davon. Danach können wir die auch wieder zerstören. Denn nur darum, damit wir hier mal eben kurz noch ein paar Steinchen mitnehmen können. Dafür opfern wir natürlich gerne ein Steinchen. Merkt gleich den Unterschied, ne? Also zwischen Eisen und Stahl. So. Einmal ablegen. Und dann fahren wir auch gleich nach Hause. So, das ist voll. Kloppen wir hier doch nochmal eben ein, zwei Steinchen. Damit wir auch noch was in dem Inventar haben. Das war Lehm. Es ist eigentlich sinnvoll, wenn wir nicht langsam mal in Windkraft auch noch mitgehen, dann haben wir über Nacht auch noch Strom. Am besten so viel Windkraft haben, damit wir über Nacht die Dings laufen lassen können, den Ölbohrer. Damit unsere Minen alle kostenlos an Energie bekommen. So, einmal Scheinwerfer an. Und dann geht's nach Hause. Schlimm ist die Reise ja nicht mit dem Wagen. Beziehungsweise es ist eigentlich ziemlich entspannt, finde ich. Es ist besser als die ganze Zeit zu laufen. Also, muss ich ja sagen. Und wir sind schneller unterwegs. Das heißt, wir können schneller von A nach B und wir können auch schneller Dorfbluten fahren. So, liegt er hier noch? Müsste gleich kommen. Ich glaube, wir sind dran vorbei, oder? Ne, da liegt er. Eine Krähe. Muss mal schnell gehen hier. Muss nämlich wieder da einsteigen. Da unser Tank auch nicht mehr lange reicht. Müssen nämlich bald wieder tanken. Das heißt, bei der nächsten Expedition nehmen wir wieder einen Tank. Oder besser gesagt, einen Kanister mit. Müssen halt das Tor langsam fertig bekommen.
So, zu Hause angekommen. Nehmen wir doch mal eben die Kisten hier hinten rauf. Mal eben alles nach draußen da stellen, so dass wir nicht mehr weit laufen müssen. Mit dem Fuchs lassen wir mal eben da drauf fliegen. Wir haben eh gerade keinen Platz frei. Aber wir werden jetzt mal eben die Steine als erstes mal eben loswerden. Da machen wir mal eben hell. Das heißt, wir gehen gleich schlafen. Mittlerweile haben wir aber auch genügend Stocker hier liegen, ne? Müssen wir mal so sagen. Immer Feuer an und hier auch Feuer an. Und dann schlafen bis 7 Uhr in der Früh. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann, was haben wir hier? Rom kommt langsam wieder. Mal hier so schön hinstellen. Möchte ich da mal gucken. Haben wir auch ein bisschen was zusammen. Hier haben wir einen Kanister. Ist auch schon mal da. Was uns definitiv halt aber fehlt, müssen wir ja aber auch offen und ehrlich sagen. Gerade alles andere. Genau. Muss jetzt mal eben hier abwarten, bis er hier fertig gebraten hat. Kann ich eben meine Steine loswerden. Geht eigentlich recht zügig. Zwei Steine. Die beliefern wir doch mal eben schnell. Und dann packen wir das mal eben hier rein. Dann nehmen wir hier einmal alles raus. Und hier auch einmal alles raus. Dann haben wir den Hammer in der Hand. Hammer wird uns vorantreiben hier. Wand haben wir schon. Nach und nach upgraden wir hier alles. Wie viel haben wir jetzt noch? Zwei. Okay, die zwei packen wir auch wieder rein. Haben wir hier schon mal zwei übrig gehabt. Wir brauchen 8. Haben wir denn noch Sand? Lehm. Also Lehm haben wir. Brauchen nur 4-mal Lehm. Sand haben wir noch nicht. 4-mal Lehm brauchen wir. Das heißt 8 Steine. 1, 2, 3, 6, 8. Ich meine natürlich Sand. Sorry dafür. Das haben wir auch. Dann wollte ich mal eben hier. Mal eben hier wieder Steine reinlegen. Nachlegen. Ist halt alles nicht einfach, ne? Man hat ziemlich viel zu tun.
Und Zement muss ich halt auch noch mal gucken, dass wir das so langsam mal hinbekommen. Dann muss ich diese schöne Wunderteile bauen. Aber das kommt erst, nachdem wir Strom gemacht haben. Einmal hier ablegen. Den nämlich schon mal anfangen zu trocknen, die erste Ladung. In der Zeit craften wir halt nochmal. Und dann halt wieder 20 Ziegel. Da kommen wir doch langsam hinterher. So wollen wir das doch sehen. Gut, dann haben wir hier noch Aluminium drin. Das wollte ich auch noch gleich mal einmal durcharbeiten. Trinken. Habe ich ja noch ein bisschen was. So, haben wir. Machen wir unser Inventar mal wieder mit Steine voll. Keine Sorge, wir machen jetzt nicht den ganzen Tag hier nur das. Ich wollte nur mal eben, solange ich hier Zeit habe, einmal da rangehen. Oder besser gesagt, einmal bearbeiten. Ich will übrigens noch ein Eisenbrocken. Mir gefällt das, dass sie hier an den Fallen sterben. Muss sie zwar mal reparieren bald, aber ich glaube, es ist gerade günstiger, eine neue zu bauen. Die trocknen. Dann, was brauchen wir noch? Wir haben hier auf dem Boden. Danke. Zement brauchen wir da. Zement benötigen wir erstmal den Mischer. Abgehakt können wir noch nicht. Dann. Hier kommt auch Eisen zurecht. Hier benötigen wir 10 Aluminiumbahnen. 10 Aluminiumbahnen wäre halt gar kein Problem, glaube ich. Hier haben wir hier. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wäre ein Ofen gleich. So wollen wir das doch sehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Das heißt, wir haben einmal Eisen und Aluminium gleich mal gebraten. Wollen wir doch auch haben. Dann nehmen wir mal hier alles raus. Packen das hier in die Kiste rein. Wie viel Kupfer haben wir eigentlich? Ein Kupfer fehlt uns hier. Lass ich da drin. Das bringe ich jetzt hier rüber. In unsere Kupferkiste. Wächst auch langsam alles. So muss es ja sein, ne? Komm langsam, aber steht die voran. Genau, wir wollten hier Batterien bauen. 4 und 8. 8 Aluminiumbahnen. Und Elektrikteile benötigen wir dafür noch. Dann wird erstmal hier, ne?
Werdet alles fertig. Perfekt. Einmal das alles ablegen. Und dann holen wir uns hier einmal raus. Dann ist Kiste Nummer 1 gleich leer. Das ist schon mal gut. Nur noch drei Steine in Kiste 1. So, ich weiß gar nicht, wie viel braucht man hier? Eisen noch. 10, ganze 20 Stück sozusagen, weil wir mechanische Teile herstellen müssen. Eine ist so eine Reihe sind immer 5, das heißt, wir brauchen 2 Reihen. Minimum. So, die Ziegel sind ja auch trocken. Das heißt, wir können Spaß haben, verbessern. So, und damit sind es nur noch eine Hand. Und für die Wand benötigen wir 10. Wir haben 8. Egal, wir machen dann trotzdem mehr. Also sieht das nicht cool aus mittlerweile? Also, mir gefällt's. So. Da brauchen wir Lehm. Viermal davon. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Steine. Das haben wir auch. Oh. Ja, hier. Ziegel fertig. Einmal in der Kategorie feucht. Dann machen wir natürlich noch einmal fertig. Lieber mehr als zu wenig. Zum Heilen oder besser gesagt zum Reparieren benötigen wir es ja auch noch mal. Haben wir eigentlich zum Heilen? Auf Heilen. Heilen wäre eher in ein MMO-RPG. Oder halt Shooter namens Overwatch. Oder allgemein in ein RPG kann man das sagen. So, hier der Kollege. Dass er draußen wartet, ne? Bis wir rauskommen. Das fand ich schon mal sehr nett. So, aber wir haben fast das Haus fertig. Es ist wirklich nur noch diese eine Stelle. Wir haben unseren Truck wieder geholt. Was schon mal sehr gut ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Damit haben wir den auf jeden Fall einmal voll und wir holen hier auch noch mal raus. Ich glaube, ich habe einmal zu viel. Okay, viermal zu viel, aber egal. Eine Kiste ist schon mal leer, kann dann nach draußen gestellt werden. Die benutzen wir dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir losfahren. So, auf jeden Fall, Eisen wird hergestellt. Mechanische Teile müssen wir eigentlich auch noch herstellen. Und da hapert das gerade dran. Wir brauchen nämlich Eisen. Ohne Ende Eisen. Und wir haben aktuell nicht viel.
Aber egal, wir kommen voran. Ja, das Eisenerz, das kommt nach drüben. Wird schön extra so eingelagert. Warte mal, was brauchen wir eigentlich für diese Aluminium? Beziehungsweise für die Bohrer. 18 mal Eisenbahn, 8 Bretter, 8 Nägel. Wäre das nicht smart, noch einen zu machen? Wir hätten jetzt genau halt die 10, was wir benötigen. Eins, zwei, drei, vier. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schon mal gut, ich kann schon mal zählen. Habe ich schon mal in der Schule aufgepasst. Wir machen das bei der Aluminiummine. Bauen wir noch einen hin. Sechs, sieben, acht. Drei, fünf, sechs, sieben, acht. Das haben wir. Und dann brauchen wir noch bei den sonstigen Sachen Bretter, acht Stück. Achtmal die feuchten. Kann ich leider nicht rausnehmen, ne? Kann ich leider nicht rausnehmen. Lernen. Dann entfernen. Eins. Nummer zwei. Dann haben wir die Bretter auch schon mal. Und die Nägel sollten wir definitiv auch haben. Das bedeutet, in der nächsten Folge wird es sein, unser Auftrag nochmal zur Aluminiummine zu fahren. Dann bauen wir da noch eine zweite hin. Hört sich doch nach einem Plan an, oder? Ich habe ein bisschen zu viel aufgenommen. Pack jetzt mal hier alles rein. Gut, dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.